So, es ist wieder soweit. Der folgende Beitrag bedarf eines Vorwortes. Und zwar habe ich das mal spontan eines Abends aufgenommen, als ich ja, mir zwar zwei, drei Notizen zum Thema gemacht hatte, aber ehrlich gesagt auch gar nicht so 100% wusste, worauf ich hinaus wollte. Ja, tatsächlich gibt es einige Irrungen und Wirrungen um den Begriff der Biodiversität. Und die Biodiversität ist halt auch ein durchaus komplexes Thema. Es geht im Wesentlichen einfach um die Vielfalt des Lebens an einem Ort. Und die ist umso größer, je mehr Lebensräume es da gibt, je mehr Arten dort vorkommen und je größer die genetische Diversität. Also der ja, die Abwechslungsreichheit des Genpools der dort vorkommenden Arten ist. Ja, das sind so die wesentlichen Effekte bzw. Aspekte des Ganzen. Und da gibt es teilweise Widersprüche und teilweise sich verstärkende Prozesse und sich widersprechende Prozesse. Und sehr wichtig ist dabei auch der Faktor Zeit. Und ja, irgendwie habe ich versucht, das ein bisschen zu erklären und da einfach mal auf die enorme Komplexität des Themas hinweisen wollen. Ich denke, letzteres ist mir auch gelungen. Inwieweit man jetzt aus dem Thema allerdings noch irgendwas anderes ziehen kann, als am Schluss dann da zu hocken und ja, das ist schon ziemlich kompliziert zu glauben bzw. zu meinen, dann ja, bin ich mir nicht ganz sicher, inwieweit mir das gelungen ist, ne? Also, das soll Sinn und Zweck dieses Vorwortes sein, nämlich mein eigenes Video so ein klein wenig in Frage zu stellen, was der Sinn der Veranstaltung eigentlich gewesen ist. Ich kann es euch nicht sagen. Es ist zu gut, um es wieder zu löschen. Es ist zu schlecht, um kein Vorwort hinzuzufügen, weil einfach der rote Faden schwer erkennbar ist. Seht es doch vielleicht einfach als kleines Essay zur Komplexität unserer Natur. Und wenn ihr da Lust drauf habt und selber noch ein bisschen drüber nachdenken wollt oder mir dann schön schreiben wollt, wo ich den roten Faden hätte einfügen sollen, dann bitte gern, ne? Also ist es einfach so als kleiner Zwischendurchbeitrag gedacht und hoffe, es findet irgendwie möglicherweise ein Publikum. Und wie gesagt, wenn es euch zu verwirrend ist, dann macht auch gerne vorher aus. Ne? Das ist auch kein Problem. Das muss ja nicht zu Ende verwirrt weitergesehen werden oder gehört, je nachdem. Ne? Also, das wollte ich einfach nur nochmal hinzufügen. Macht draus, was ihr wollt. So, das war's vom Vorwort, Ben. Wir kommen zum Ben im Wald. Hallo und herzlich willkommen zum Abendprogramm mit Ben im Wald. Also einem Mann im Wald, streng genommen, ne? Aber egal. Jedenfalls, ich nenne mich ja selten selber so. Wir machen heute ein kleines bisschen die Biodiversität. Ich wollte einfach mal ein paar Takte noch zu erzählen, weil es da hin und wieder ein paar kleine Verwechslungen gibt. Und da wollte ich einfach mal grob erklären, wie so eine Biodiversität eigentlich grob funktioniert. Und ein andermal machen wir dann vielleicht ein bisschen Praxis und gucken uns mal im Wald an, welcher Wald besonders biodivers ist und welcher nicht so. Und was das für Auswirkungen hat und wo man die Biodiversität findet und irgendwie sowas in die Richtung. Das weiß doch ich noch nicht so genau, was ich da vorhabe. Ja, aber einfach jetzt mal ein bisschen drüber quatschen. Grob ist es so, Biodiversität ist ein Begriff, der wird sehr viel verwendet, der wird hin und wieder ein bisschen zweckentfremdet und man muss ein bisschen betonen, eine hohe Biodiversität ist zwar was Gutes, aber den Wert eines Ökosystems nur anhand seiner Biodiversität bewerten zu wollen, ist wiederum ein Trugschluss und funktioniert so nicht, beziehungsweise ist sehr, 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 sehr umstritten. Grundsätzlich ist es so, dass ein biodiverses Ökosystem neben einem nicht biodiversen Ökosystem das Biodiversere das Bessere ist. Besser im Sinne von für den Anwender. Da muss man gleich als allererstes mal sagen, wie bewerten wir überhaupt Ökosysteme? Und die einfache Frage ist, naja, wir passen, gucken, was uns am besten gefällt, beziehungsweise uns am besten zu nutzen machbar ist, wir als Mensch. Denn
Wir dürfen nicht vergessen, wir Menschen sind das einzige Wesen auf dem Planeten, das Dinge überhaupt bewertet. Ja, also vermutlich selbst der schlauste Papagei hockt nicht auf seiner Stange im Wald oder auf seinem Ast im Wald, wenn es ein wildlebender Papagei ist, und denkt darüber nach, wie er denn jetzt die Artenvielfalt des Baumes, auf dem er sitzt, bewerten soll, sondern er holt sich halt da, was er haben will und macht sich ansonsten dazu vermutlich, wir wissen es ja nicht genau, was so ein Papagei so denkt, aber wahrscheinlich nicht allzu viele Gedanken zu dem Thema. Das heißt, Ökosysteme in gutes Ökosystem, schlechtes Ökosystem einteilen, ist eine total menschliche Sache. Grundsätzlich teilen wir ja sowieso alles in gut oder schlecht. Ein gutes Mensch, schlechtes Mensch, gutes Fahrrad, schlechtes Fahrrad, großes, gutes Bushcraft-Messer oder kleines Popelmesser, das keiner haben möchte. Das ist viel zu klein. So in diese Richtung. Ne? Und das ist wichtig. Die Natur selbst bewertet nicht. Dementsprechend gibt es außer uns auch niemanden, der ein Ökosystem als wertvoll oder eben nicht wertvoll klassifiziert. Für eine ökologische Bewertung beziehungsweise eben nicht Bewertung, für eine Erklärung und ein Beschreiben eines Ökosystems ist das jetzt gut oder schlecht eben überhaupt nicht erforderlich. Und daher ist aus einer Ökologensicht der Biodiversität es erstmal völlig egal, ob ein Ökosystem jetzt eine hohe Biodiversität oder eine niedrige Biodiversität hat. Das Ökosystem ist da. Und dann kann man sich's angucken. Man kann es auch bewerten, aber ob man das sollte, ist nochmal eine andere Frage, beziehungsweise wir müssen es irgendwo bewerten, da wir einen gewissen Selbsterhaltungstrieb haben und bitte gern nicht verhungern, erfrieren oder sonst irgendwie zu Tode kommen wollen. Und daher ist es dann schon interessant, sich Ökosysteme rauszusuchen, in denen man als Mensch eben ganz gut leben kann, gegebenenfalls Ressourcen findet und sich dann ein Subökosystem, wir nennen es Stadt, in das natürliche Ökosystem hineinbaut, das ja besonders gut zum Überleben des Menschen geeignet ist und in dem natürliche Ressourcen und Naturkräfte zwar noch vorhanden sind, aber keine ganz so große Rolle mehr spielen, weil Strom aus der Steckdose und Wasser aus dem Hahn kommt. Ne? Wissen wir ja alle. Gut, daher ist es ein bisschen müßig, einfach nur immer zu sagen, hohe Biodiversität gut, kleine Biodiversität schlecht. Es sei denn, eben wirklich, wir bewerten für uns, für unseren Nutzen und für die Nutzbarkeit durch Homo sapiens. Und letzteres kann man jetzt philosophisch wirklich ganz furchtbar finden, dass wir das tun und dass wir die Natur nutzen und so weiter und so fort. Man muss aber an der Stelle unbedingt, das ist ein bisschen philosophisch dieses Video, ihr merkt es vielleicht schon, man muss an dieser Stelle unbedingt berücksichtigen, dass jedes Tier seine Umwelt nutzt. Jedes Lebewesen, außer auch eine Pflanze nutzt ihre Umwelt ein Stück weit. Aber Pilze und Tiere, und dazu gehören wir auch, also zu letzteren, nutzen immer andere Lebewesen, fressen sie auf, Minimum das, mindestens das, wenn sie nicht noch versklaven oder irgendwie sonst wie für sich einspannen, aber mindestens fressen wir sie auf. Und das ist so und das lässt sich nicht ändern. Das muss man sich bei aller Liebe zur Natur einfach darüber im Klaren sein, dass das Leben eines Konsumenten im ökologischen Sinne immer darin besteht, den Produzenten aufzufressen, ja, oder ihn sonstweitig irgendwie zu versklaven und seine Produktion für uns nutzbar zu machen. Das bedeutet nicht, dass man dem nicht hin und wieder auch mal was zurückgeben kann in Form von Dünger, in Form von man fällt tot um und verrottet zum Beispiel oder man lässt mal ein Häuschen fallen, auch das kommt vor, ne? Aber im Großen und Ganzen bedeutet Leben als Tier grundsätzlich immer andere Lebewesen aufzufressen. Das können nur Pflanzen, nur in Anführungszeichen, Pflanzen sein, das müssen nicht zwingend andere Tiere sein, aber irgendein anderes Lebewesen muss man halt regelmäßig auffressen, sonst funktioniert das nicht mit dem Dasein als Tier. Ne? So, das nur mal am Rande angemerkt und dementsprechend, auch wenn ich kein großer Fan von uns Homo sapiens bin, ganz mies machen kann man uns auch nicht, dass wir dazu neigen, uns Ökosysteme so zunutze zu machen, dass wir davon leben können, ist etwas, was ein grundsätzliches Element jedes Tieres ist. Ne? Nur sind wir da halt ein bisschen erfolgreicher und ein bisschen radikaler drin, als das bei den meisten anderen Tieren der Fall ist. Aber wenn man sich zum Beispiel einen Biber anguckt, der auch in der Lage ist, seinen Lebensraum seinen Bedürfnissen anzupassen, dann kriegt man eine ungefähre Vorstellung, dass wir doch nicht 100% allein auf dem Planeten sind. Es gibt noch ein paar andere Tiere, die auch in der Lage sind, größere Umbaumaßnahmen am Ökosystem sozusagen vorzunehmen. Das zum philosophischen
Eingangskommentar und ich hoffe, das Licht wird irgendwann weg sein. Ich hocke dann wahrscheinlich halber im Dunkeln, aber ich erzähle jetzt trotzdem mal ein bisschen, was ich noch zu sagen meine zu haben. Gut, also Biodiversität wird häufig mit Artenvielfalt abgekürzt. Das ist im Grunde falsch, aber häufig hinreichend, weil Artenvielfalt bedeutet, wie viele Arten, Lebensformen, wenn man so möchte, hast du in einem Gebiet. Ja, und wenn in dem Gebiet, sage ich jetzt mal, 1000 sind und im nächsten Gebiet, in unserem konkreten Fall, Moment, ich drehe euch mal ein bisschen, da hinten im Nadelwald, das hat jetzt wahrscheinlich ein bisschen geknistert mit dem Mikro, da sind eben keine 1000, sondern deutlich weniger, dann könnte man jetzt im direkten Vergleich zweier nebeneinander liegender Ökosysteme eben sagen, dass das mit der höheren Artenzahl möglicherweise das Wertvollere sein wird und das ist auch im Regelfall so. Es ist bricht die Biodiversität eben nur auf die Artenzahl runter. In vielen Fällen reicht das. Die Biodiversität besteht aber noch aus drei weiteren Säulen. Insgesamt sind vier. Die nenne ich jetzt mal eben, nämlich einmal die reine Artenvielfalt, sprich einfach wie viele Tier-, Pflanzen- und Pilzarten und meinetwegen auch Bakterienarten kommen da hinten vor. Puff. Fertig. Dann gibt es die genetische Vielfalt, die sich daraus zusammensetzt, wie hoch die Variabilität der DNA, die Unterschiedlichkeit, das Vorkommen von Genen, die nicht jeder hat und jeder hat ein bisschen unterschiedliche, innerhalb einer Art von allen Arten ist. Ne? Also, du hast eine hohe genetische Diversität, wenn du da 1000 Arten hast und die sind alle unglaublich divers, was ihre DNA angeht, dann hast du eine unglaublich hohe, zum Beispiel, eine unglaublich hohe genetische Diversität. Hast du da nur 10 Arten, die alle ganz nah miteinander verwandt sind, hast du erstens eine geringe Artenvielfalt und zweitens eine geringe genetische Diversität. Hast du jetzt nochmal Beispiel 1000 Arten, diese 1000 Arten sind aber alle enorm eng miteinander verwandt, dann hast du zwar eine hohe Artenvielfalt vergleichsweise, aber nur eine sehr, sehr geringe genetische Diversität bzw. genetische Vielfalt. Das eine kann also mit dem anderen durchaus korrelieren, muss es aber nicht. Ja? Also zum Beispiel ein Zoo. Ein Zoo hat eine enorme Artenvielfalt. Da gibt es mehr Arten als überall sonst auf dem gleichen Raum. Nur die genetische Vielfalt dieser Arten, wenn das auch noch Zuchten aus dem Zoo sind, die dürfte ziemlich unter aller Sau sein und Erbkrankheiten weitergegeben und quasi nicht existent. Also die miesmöglichste genetische Vielfalt, also bei einem klassischen alten Zoo. Moderne Zoos mögen in der Hinsicht vielleicht ein bisschen was dazugelernt haben, dass ich jetzt nicht zu viel schimpfe und gleich irgendein Zoobesitzer mir auf die Barrikaden springt. Aber generell ist die genetische Vielfalt in einem Zoo, obwohl die Artenvielfalt sehr, sehr, sehr hoch ist, eher gering. Das liegt auch daran, dass die Populationsgröße, die ist auch entscheidend für die genetische Vielfalt der jeweiligen Art in einem sehr artenreichen Ökosystem, das aber nur begrenzt Platz bietet, automatisch relativ gering ist. Nehmen wir also mal an, wir hätten eine Insel von, sagen wir mal, 10 Quadratkilometern und auf dieser Insel leben 1000 verschiedene Papageienarten, die sich alle da ernähren müssen von den Nüssen der einen Baumart, die da meinetwegen auf dieser Insel vorkommt. So, und jetzt ist erstens das Problem, dass wenn die alle das Gleiche fressen, es gar nicht möglich ist, dass es da 1000 verschiedene von denen gibt. Oder sie sind schon so lange auf dieser Insel, dass sie sich wirklich derart auseinander differenziert haben, dass jeder Papagei eine etwas andere Schnabelform hat und eine etwas andere Methode, die Nüsse aufzubekommen. Und daher doch eben sich von den anderen so weit unterscheidet, dass er eine eigene Art ist und sich schneller, besser oder die besonders tief im Boden liegenden, die noch am Baum hängen, die besonders reifen, die noch überhaupt nicht reifen, je nachdem Nüsse besser schnappen kann als die anderen, wodurch eine Differenzierung der Papageien überhaupt möglich ist. Nichtsdestotrotz ist die Nahrungsmenge konstant auf der Insel. Das funktioniert auch nicht, das ist nur ein rein theoretisches Beispiel, nur am Rande bemerkt. Ja? Und wir haben durch die Konstanz der Nahrung und dem Raumbegrenzungsangebot mag es vielleicht 1000 Arten von Papageien geben, aber pro Art nur 10 Individuen. Ja? Und dadurch sind die genetisch unglaublich eingeschränkt, weil 10 Individuen niemals so viele verschiedene Gene ineinander in der Populationsgröße, in der Gesamtzahl. Der vorkommenden Papageien der gleichen Art haben können,
wie das eben bei, keine Ahnung, Tausenden, Zehntausenden Papagei-Exemplaren derselben Art überhaupt möglich wäre. Ja? Also es gibt da eine gewisse Korrelation. Hohe Artenzahl kann vorhanden sein, obwohl die genetische Diversität Schrott ist. Und umgekehrt kann die genetische Diversität Schrott sein bei kleiner Artenzahl oder sie kann trotzdem einigermaßen hoch sein, trotz kleiner Artenzahl, wenn sich eben die kleine Artenzahl, Individuenzahl einer Art, dadurch zusammensetzt, dass du halt, keine Ahnung, vom Wolf ein Exemplar aus Sibirien, ein Exemplar aus Alaska, einen aus Deutschland, einen aus Schweden, einen aus Italien und dann meinetwegen noch drei aus dem Baltikum, verschiedene Orte, alle zusammenwürfelst und die Nachkommen haben lässt, dann ist das eine kleine Gruppe von Wölfen, die trotzdem genetisch gesehen wahnsinnig diverse Nachkommen haben, weil sie aus ganz verschiedenen Regionen mit ganz unterschiedlichen genetischen Einflüssen zusammengekreuzt worden sind. Ja, also auch sowas wiederum ist möglich. Also ihr seht, es wird kompliziert, darum geht es mir im Wesentlichen nur. Es ist kompliziert. Ne? Also das war die Artenvielfalt, die genetische Vielfalt und jetzt kommt noch dazu die dritte Säule, die Vielfalt der Ökosysteme. Ja? Also haben wir hier nur einen Wald und in diesem Wald haben wir meinetwegen 10 Tierarten, die jeweils eine mittlere genetische Diversität haben. Und wollen jetzt daran was ändern. Was können wir da machen? Wir können eine 11. Tierart einbringen. Dann haben wir 11 Arten und haben insgesamt, auch allein dadurch, dass eine zusätzliche Tierart dazu kam, die eine andere DNA hat, also der Ochsenfrosch hat eine andere DNA als der Grasfrosch und schwuppdiwupp haben wir auch automatisch die Gesamtzahl der Gene im System erhöht, also die genetische Diversität hat sich ein Stück weit auch erhöht, wenn man die dann so bezeichnen möchte. Es streiten sich übrigens die Gelehrten, ob die genetische Diversität zu verstehen ist als die Gesamtgene im Ökosystem. Je mehr Arten, desto mehr Gene, je mehr verschiedenartige Arten, also je mehr diverse Arten, genetisch divers, desto noch höher die genetische Diversität oder ob man die genetische Diversität immer nur auf Artebene für jeweils eine Art bestimmen kann und am Ende sagt, okay, wir haben 100 Arten, davon sind 10 besonders divers, 50 geht so, 40 sind eher scheiße. Da kann man sich wirklich sehr kloppen, wie das zu bestimmen und zu definieren ist. Das ist auch noch nicht endgültig abgeschlossen in dieser Hinsicht, die ganzen Versuche, das in Zahlen und in Messbarkeit letzten Endes auszudrücken. Im Übrigen ist genetische Vielfalt zwar relativ einfach messbar, wenn man tatsächlich 10.000 DNA-Proben jeweils kleinhäckselt und guckt, was in der DNA drin ist und dann die miteinander vergleicht und feststellt, dass keine dem anderen genau tupfgenau gleicht, dann ist die genetische Vielfalt toll. Das ist aber im Regelfall eben nur sehr, sehr schwer machbar und nur mit großem Aufwand tatsächlich wirklich zu messen. Das muss man also auch immer im Hinterkopf behalten. Aber jetzt nochmal zur Vielfalt der Ökosysteme. Der Wald hat also x Arten bei x Diversität genetischer. Und wie können wir die erhöhen, indem wir eine zusätzliche Art einbringen? Ja, aber noch besser, indem wir im Ökosystem ein zusätzliches Ökosystem integrieren, gedanklich. Ne? Bedeutet, wir nehmen jetzt diesen Wald und stellen uns vor, direkt hinter meinem Kopf fliegt ein großer Stein. So, auf dem großen Stein herrschen jetzt andere Lebensbedingungen als neben dem Stein hier auf dem normalen Waldboden. Denn der Stein, da kann man nicht drin wurzeln, da kann schon mal kein Baum drauf wachsen. Dafür, weil da kein Baum drauf wachsen kann, darf man davon ausgehen, dass eine Pflanze, die auf dem Stein wachsen kann, zum Beispiel ein Moos, keine Angst haben muss, dass ein Baum über ihr wächst und ihr sämtliches Licht und sämtliches Wasser klaut. Und so gesehen ist für so ein Moos, so ein Stein auf einmal ganz interessant. Und wenn da nicht nur ein Moos drauf wächst, sondern dann schnell 2, 3, 4, 5 verschiedene Moose und diese dann irgendwann mit Faktor Zeit, zu dem kommen wir später noch, dann auch absterben, dann entsteht auf dem Stein ein Schmodder, sodass auf dem Schmodder vielleicht nicht nur ein Moos, sondern jetzt auch die Heidelbeere beispielsweise auf dem Stein wachsen kann. So, und jetzt kommt dazu noch der Heidelbeerfresskäfer, den es so nicht gibt, aber angenommen den gäbe es, der sich auf die Heidelbeere spezialisiert hat und erst jetzt in diesem Ökosystem vorkommt, in unserem Wald plus Stein Ökosystem, weil jetzt ein Stein da ist und ohne den Stein keine Heidelbeere, weil sonst die Konkurrenz durch den Farn, den es hier am Boden ja tatsächlich gibt, einfach zu groß gewesen wäre und die Heidelbeere keine Chance gehabt hätte und erst eben mit dem Stein und Faktor Zeit und den eben schon gestorbenen Moosen überhaupt erst vernünftig wachsen kann. So, ne?
Und damit haben wir jetzt durch die zusätzliche Einführung eines weiteren kleinen Ökosystems im etwas größeren Ökosystem automatisch eine deutliche Artensteigerung und erstmal dabei wahrscheinlich eine geringe genetische Diversität. Ja, weil unser Moos in Form von Spore als ein Moosindividuum als allererstes auf dem Stein gelandet ist, sich dann in Form von Teilung einfach geteilt hat und genetisch war der komplette Stein mit einem einzigen Individuum von Moos, genetisch zumindest, besiedelt. Und da hat noch überhaupt keine Sexualität im Wesentlichen stattgefunden, also noch gar kein Verschmelzen von männlicher und weiblicher Zellkomponente und puff, gibt es dann eben ein deutlich diverseres Nachkommensteil, nenne ich jetzt das mal Ganze so. Ne? Und das wird dann im Lauf der Zeit mehr. Und da ist jetzt, um langsam mal auf Faktor Zeit ein bisschen genauer einzugehen, innerhalb unseres Drei-Säulen-Ökosystemsystems beziehungsweise Biodiversitätssystems, ein neues Ökosystem, das irgendwo plopp macht und entsteht, in dem ein Stein in den Wald gerollt wird, in dem ein lebender Baum zum toten Baum wird, in dem ein Hirsch tot umfällt und langsam verrottet und als Ökosystem für jeden, der sich mit einem toten Hirsch befassen möchte, den zersetzen möchte, Würmer, Maden, Fliegen etc., der Fuchs, der sich davon was abholt und so weiter, macht jedes tote größere Tier, ein Hirsch ist ja ein größeres Tier, automatisch zu einem Kleinstökosystem. Und solange dieses Kleinstökosystem im Großökosystem liegt, haben wir immer eine höhere Artenvielfalt, als wenn wir nur ein Großökosystem haben, das überall gleich ist. Ja? Und darauf möchte ich jetzt erstmal im Wesentlichen hinaus. Je mehr Kleinstökosysteme im Großökosystem oder noch besser in einem Riesenökosystem, zum Beispiel borealer Nadelwald, sind umso mehr Arten, je mehr Steine im borealen Nadelwald, Moore im borealen Nadelwald, Baumarten im borealen Nadelwald, die, wenn sie umfallen, Totholz im borealen Nadelwald von eben Fichte, Kiefer, Birke darstellen und jeweils nochmal unterschiedlich spezialisiert Kiefern, Totholz, Pilz beinhalten, Fichten, Totholz, Pilz beinhalten und Fichten, Totholz, Pilz, Fresskäfer und beziehungsweise Kiefern, Totholz, Pilz, Fresskäfer und davon jeweils nicht nur einen, sondern mehrere und das Ganze potenziert sich und wenn die Fichte beim Sterben mit ihrem Käfer und ihrem Pilz auf einen Stein fällt, der zusätzlich in einem Moor im borealen Nadelwald liegt, dann haben wir nochmal eine andere Situation, weil Stein im Moor ein anderer Stein ist als Stein im Wald und Stein im Moor mit Fichtenstamm drauf ein anderer Stein mit Moor im Moor mit Fichtenstamm drauf ist als ein Stein mit Fichtenstamm drauf im Wald. So, ne? Und damit gilt grundsätzlich, das ist so eines der wenigen wirklich nahezu schon fast Gesetze der Biologie, je mehr Struktur, je mehr Kleinsthabitate, je mehr ökologische Nischen, ja, eine winzig kleine Nische in einem großen Lebensraum, die spezielle Lebensbedingungen bietet, desto mehr es davon gibt, desto größer ist die Chance, dass sich für die Nische aus dem Gesamtpool der Arten eine Art so weit verändert, dass sie eine neue Art wird, sich abtrennt von ihrer Ausgangsart. Ne? Also was war zuerst da, das Huhn oder das Ei? Immer das Ei, grundsätzlich das Ei, weil das Huhn eines Tages ein Ei gelegt hat, aus dem ein Küken schlüpft, das nicht mehr ein Huhn ist, sondern jetzt ein Nischenhuhn, ja? Das zum allerersten Mal während der Paarung von Huhn und Huhn dabei genetisch so viel Mutation stattgefunden hat, dass das Resultat eben nicht mehr mit anderem Huhn paarbar ist. Ein beginnender Prozess in diese Richtung, wenn du einen Esel und ein Pferd miteinander paarst, da kriegst du zwar was raus, das lebensfähig ist, das sich aber nicht mehr fortpflanzen kann, weil es eben doch nicht ganz gepasst hat. Es ist der Ansatz einer Artbildung. Es soll fast eine neue Art gebildet sein. Es hat nur nicht ganz funktioniert, weil die neue Art, die dabei rauskommt, die streng genommen irgendwie eine neue Art wäre, wäre sie dann nicht steril, eben nicht hundertprozentig funktioniert.
Ja, aber eines Tages, wenn sich genug Pferde und Esel miteinander paaren würden, wäre es vorstellbar, dass es eines Tages zack macht, eine Mutation stattfindet und ist unwahrscheinlich, außerordentlich unwahrscheinlich, aber nicht unmöglich und dann doch mal ein Maulesel bei rauskommt, der eben nicht steril ist und eine zweite Mauleselin dabei rauskommt, die nicht steril ist und die kreuzen sich und puff! Und schwuppdiwupp können die sich neuerdings auch vermehren. Ja? Und so kommt es dann irgendwie eben dazu, dass dann in dieser kleinen ökologischen Nische unter unserem Fichtenstamm auf unserem Stein im borealen Nadelwald sich plötzlich eben jemand einfindet, der sich da besonders wohl fühlt, beziehungsweise am Anfang ist er noch gar nicht ausdifferenziert als eigene Art. Am Anfang ist es nur eine einzelne Population von Fichtenfresskäfer. Wie gesagt, ne, ich erfinde ein paar Arten einfach der Einfachkeit halber, die in der Nische leben und dann nicht mehr rausgehen, weil sie sich da unglaublich gut gefällt. Ja? Und dadurch werden sie irgendwann räumlich getrennt und genetisch getrennt, weil sie letzten Endes keinen Sex mehr haben mit den anderen Fichtenfresskäfern, die oben in der Fichte wohnen, weil sie wohnen ja unten unter der Fichte, zwischen Fichte und Stein sozusagen. Ja? Und da werden sie immer mehr isoliert und über Generationen, die Käfer da oben miteinander sich paaren und die Käfer hier unten miteinander sich paaren, schränkt sich zwar ihre genetische Variabilität, ihre genetische Diversität ein, weil sie nur noch eine kleine Population sind und immer dieselben Gene weitergeben, sie sich aber damit, und das ist das, was ich eben noch erwähnt hatte, Anpassung und Angepasstheit, sich damit immer mehr an ihren Lebensraum anpassen. Ja? Sie sind genetisch nicht mehr flexibel. Sie haben wahrscheinlich irgendwann das Gen vergessen, wie du möglicherweise doch noch Eiche anknabbern kannst, sollte mal neben deinem Stein eine Eiche landen. Das können die nicht mehr. Ja? Dafür haben sie aber inzwischen alle, was ursprünglich nur ein Elterntier hatte in der ersten Generation, haben sie jetzt das Gen, wie man Moos vom Stein frisst, zum Beispiel. Ja? Und dadurch können sie jetzt alle viel besser genetisch angepasst Moos vom Stein fressen, als das die Ausgangspopulation konnte. Die weiß zwar noch, was zu tun ist, wenn man eine Eiche umfällt und man eine Eiche fressen könnte, aber sie können längst nicht so gut das Moos vom Stein picken wie die hier. So, und damit sind die hier in ihrer ökologischen Nische, in ihrem Kleinstlebensraum besser angepasst, trotz geringer genetischer Biodiversität, lebensfähiger für ihre Kleinstnische, als das eine sehr genetisch diverse Gruppe des Standardfichtenfresskäfers wäre, die du aus ihrem normalen Lebensraum rausnimmst und in die kleine Nische, wo sich die bisherigen Bewohner aus irgendwelchen Gründen gegenseitig aufgefressen haben, jetzt wieder reinsetzt. Ne? Also Angepasstheit ist das Gegenteil von Anpassungsfähigkeit. Und Angepasstheit bedeutet, dass man Vielfalt opfert, Flexibilität opfert, genetische Anpassungsfähigkeit reduziert, um aus einer Gruppe von perfekt angepassten Individuen zu bestehen, die in einem kleinen, unveränderten Naturraum, Höhle im Stein zum Beispiel, ne, perfekt da leben können. Ja? Egal was passiert, wenn es ein paar Grad wärmer wird, wenn es regnet, wenn es schneit, wenn man den Stein woanders hinlegt, egal, in ihrer kleinen Höhle sind sie perfekt angepasst und kommen unter fast allen Bedingungen damit zurecht, dass sie an diesem Stein knabbern können. So, nur was eben nicht passieren darf, ist, der Stein ist weg und oder die Population ist aus dem Stein raus. In dem Moment wird sie wahrscheinlich aussterben. Ja? Und das Beispiel soll jetzt zeigen, dass genetische Angepasstheit zwar bedeutet, dass man in Situationen überleben kann, in denen das sonst niemand schafft, Beispiel Wüstentiere, ja, Beispiel Hocharktistiere, Beispiel Polarhase auf Grönland, der da krasseste Winter übersteht und dabei noch außerordentlich flauschig aussieht, ja, die sind Spezialisten für ihren jeweiligen Lebensraum. Die haben dementsprechend die krassesten Bedingungen der Welt für sich als ganz normal angesehen und kommen damit absolut zurecht. Nur, wenn wir das jetzt ändern
und sie nur auf diese krassen Bedingungen spezialisiert sind und innerhalb kürzester Zeit die krassen Bedingungen verschwinden und andere Tiere, die diese Spezialisierung nicht haben, da auf einmal auch rumrennen können, dann muss sich auf einmal der Schneehase statt nur mit einem Eisfuchs und einem Wolf auf einmal auch noch mit einem normalen Fuchs rumärgern. Und der normale Fuchs ist, nehmen wir jetzt einfach mal an, in der Lage, wunderbar in den Bau vom Schneehasen, der macht gar keinen Bau, die Sasse des Schneehasen zu finden, wo der seine Jungen liegen hat, und die dann einfach aufzufressen, weil er die besonders gut riechen kann. Und schwuppdiwupp ist der Schneehase ausgestorben, weil da der Fuchs jetzt vorkommen kann. Vorher konnte der Fuchs da nicht vorkommen, weil es da so scheiße kalt war, dass da eben nur der speziell angepasste Schneehase überleben konnte und fast keine natürlichen Feinde hatte. Die hat er, nämlich Wölfe, die dann eben versuchen, ihn nun wieder mal zu fangen. Aber da der Kerl 70 km/h schnell rennen kann und dabei noch Haken schlägt, ist der Versuch des Wolfs, einen Schneehasen zu fangen, häufig eben nicht, ein Polarhasen, Entschuldigung, nicht besonders erfolgreich. Ja. Der Polarhase ist nochmal eine Unterart des Schneehasen. Schneehase kennen wir notfalls auch aus den Alpen, da hat es die meines Wissens auch. Gibt es auch zum Beispiel auf Schottland, also Großbritannien, schottischer Teil und so weiter und so weiter. Aber nur Grönland und ich glaube noch ein paar Inseln von Kanada haben den Polarhasen, der noch mal größer ist als der allgemeine Schneehase und einfach noch mal krasser insgesamt. Ja? Ich hoffe, ihr könnt mir bis dahin so einigermaßen folgen. Ja? Angepasstheit und Anpassungsfähigkeit sind entscheidende Faktoren der Biodiversität. Eine hohe Biodiversität geht manchmal mit einer hohen Anpassungsfähigkeit einher. Eine hohe Biodiversität kann aber auch eine hohe Angepasstheit bedeuten. Ein Ökosystem aus vielen perfekt in seine ökologische Nische passenden Arten, angepasstes Ökosystem, kann unglaublich artenreich werden, weil es unglaublich reich an ökologischen Nischen ist. Aber die genetische Vielfalt, beziehungsweise die genetische Vielfalt ist automatisch hoch, weil es super viele einzelne Arten sind, die jeweils perfekt an ihren Lebensraum angepasst sind. Leider ist ein solches Ökosystem trotz enormer Vielfalt an Kleinstökosystemen außerordentlich labil, wenn wir ein Faktor, der sämtliche dieser ökologischen Nischen stark verändert, ins System einführen. Zum Beispiel, wir führen einen Winter ein. Führe einen Winter mit einer Jahresdurchschnittstemperatur, mit 0 Grad, mit Frost im tropischen Regenwald ein und der komplette tropische Regenwald ist aufgrund, obwohl er die höchste Biodiversität der Erde hat, ja, das ist der Hotspot der Biodiversität, Wasserlebensräume ausgenommen, aber abgesehen davon wirklich der mit Abstand artenreichste, vielfältigste Lebensraum, den es nur irgendwie geben kann, führe da Frost ein und alle sind tot, weil sie alle so stark angepasst sind, dass sie mit einer derartigen Änderung ihres über Jahrmillionen gleichen Lebensraums überhaupt nicht mehr klarkommen. Ja? Und damit ist eben die genetische Vielfalt auch ein ganz entscheidendes Schlüsselelement für die Gesamtbiodiversität, um eben letzten Endes sagen zu können, mehr Arten ist gut. Ja? Viele verschiedene Lebensräume mit vielen, vielen Arten ist gut. Aber dann müssen wir uns angucken, sind die gerade in einer Phase hoher Angepasstheit oder hoher Anpassungsfähigkeit. Häufig geht hohe Anpassungsfähigkeit, sprich man hat sich noch nicht auf seine kleine Nische spezialisiert, sondern man ist noch der Standardfichtenfresskäfer, um zu dem Beispiel zurückzukommen, der noch in jeder Situation einigermaßen gut klarkommt, ohne unterm Stein liegend besonders toll klarzukommen. Er kommt nirgendwo besonders toll, aber überall einigermaßen klar, weil er an alles ein bisschen angepasst ist, aber an nichts perfekt. Ist so ein Universalmensch, der alles ein bisschen kann, aber nichts richtig. So in dem Stil. Ne? Und im Gegensatz zu mir, der ich eben Wald ganz gut beherrsche und alles andere so gar nicht. Ne? Und wenn man mich dann eben irgendwo auf die Straße setzt oder da gar festklebt, dann frage ich mich doch sehr, was ich da tue und ob das eine gute Idee ist. Und da bin ich nicht so wirklich qualifiziert. Abgesehen davon, dass man zum Festkleben auf der Straße nicht besonders qualifiziert sein muss. Aber ja, ne? Das nur als potenzielles Beispiel. Soll heißen, Biodiversität ist generell immer ein Schutz vor Veränderung,
Wenn es sich bei der Biodiversität zu einem hohen Anteil um anpassungsfähige Arten handelt, hohe Biodiversität kann aber auch gefährlich sein, wenn es sich eben nicht um veränderungsfähige, weil speziell angepasste Arten handelt. Und das ist dann besonders fies, weil wenn dann die Veränderung eintritt, eben gleichzeitig besonders viele Arten wiederum wegsterben. Ja, und deswegen ist es insgesamt auch unglaublich schwierig, den Begriff Biodiversität in diesen drei Säulen, die wir jetzt besprochen haben, zusammenzuführen und einfach generell zu sagen, wir klatschen das jetzt alles zusammen, knödeln es zu einem Ball und dieser Ball ist jetzt gut oder schlecht. Das geht so nicht. Ja? Das ist nicht so einfach, da jetzt eine Schulnote für die Biodiversität des Waldes sozusagen zu geben. Ja? Sondern es kommt immer drauf an. Das eine hat Vorteile, das andere auch. Beides hat Nachteile und dazwischen gibt es jede Menge Grauzonen. Ja? Und Übergänge und Schraffierungen und links vom Stein ist anders als rechts vom Stein. Und ob der Stein aus Granit ist oder aus Basalt, spielt zum Beispiel eine große Rolle. Und das Ganze ist unendlich komplex. Und darauf wollte ich eigentlich nur einfach mal da noch mal ein bisschen drüber geredet haben, um mal darauf hinzuweisen, dass es halt eben nicht so einfach ist, schlicht und ergreifend. Ja? Faktor Zeit ist in dem ganzen Spielchen dahingehend ein außerordentlich wichtiger Entscheidungsträger letzten Endes, weil Faktor Zeit darüber entscheidet, ob ein Ökosystem viele einzelne Nischen ausgebildet hat, weil genügend Zeit war, dass sich für jede noch so winzige Nische, die sich nur in ein paar Details von der Umgebung unterscheidet, trotzdem schon eine eigene Art gefunden hat oder viele Arten gefunden haben, die da reinpassen. Und da ist der tropische Regenwald eben ein wunderbares Beispiel. Es gibt im tropischen Regenwald Pflanzen, die wachsen auf anderen Pflanzen. Ja? Grundsätzlich haben wir das in Deutschland auch, allerdings nur mit ein paar Exemplaren. Wilder Wein oder Efeu sind mal einfach zwei Beispiele. Oder theoretisch auch die Mistel, die dann wieder eine Ausnahme ist. Während wilder Wein zum Beispiel einfach nur dranhängt an der entsprechenden Pflanze, aber dummerweise relativ viel Licht benötigt, kann der zum Beispiel nur da wachsen, wo halt eben auch recht viel Licht vorhanden ist. Dafür wächst er dann relativ schnell und wird relativ zuverlässig durch eben Weintrauben, wilde wohlgemerkt, von Tieren verbreitet. Der Efeu hingegen ist erstens immer grün und zweitens in der Lage auch im Schatten zu wachsen und wächst insgesamt langsamer, dafür aber an mehr potenziellen Orten. Hat also da wieder eine andere Strategie. Und wiederum die Mistel, die ist ganz außer Konkurrenz, weil die anders als die anderen beiden, nicht nur an der Pflanze dran wächst, die sie nutzt, sondern der auch noch gleichzeitig das Wasser klaut. Also sie bohrt sich wirklich in die Wasserleitung des entsprechenden Baumes, den sie als Wirt nutzt, ein und ist damit mindestens ein Halbparasit, Halbschmarotzer auch genannt, und hat damit wieder ganz andere Vorteile. Dafür wächst die noch mal langsamer und hat keinen eigenen Kontakt mehr zum Boden, kann also kein eigenes Calcium, Magnesium und sonst was mehr aus dem Boden ziehen. Und das sind jetzt drei unterschiedliche Formen, drei unterschiedliche Individuen, die aber unterschiedliche Strategien nutzen, die aber unabhängig davon mehr oder weniger in einer ähnlichen Nische unterwegs sind. Lebensraum, ein Baum, ja, auf dem man stehen kann. Aber drei Strategien, wie das am besten zu machen ist. Und das ist jetzt die vierte Säule der Biodiversität. Ja? Damit haben wir dann auch alle. Wir haben die reine Artenzahl. Wir haben die genetische Variabilität, die Zahl der Kleinstökosysteme im Großökosystem, also insgesamt einfach die Zahl der Ökosysteme. Und die Formenvielfalt oder die strategische, die Vielfalt der Strategien sozusagen. Ja? Bist du ein Parasit, hängst du dran, aber im Schatten
und bist immer grün, kannst also im Winter wieder aufholen, was du im Sommer vielleicht nicht geschafft hast, weil du ja im Schatten hängst. Oder bist du nur sommergrün, kannst im Sommer Bolle wachsen, musst aber im Winter komplett damit aufhören. Das sind drei unterschiedliche Strategien einer an sich ähnlichen Pflanze, nämlich eines Epiphyten, der auf anderen Pflanzen drauf wächst. Und jetzt zurück zu unserem tropischen Regenwald. Da finden wir halt erstens nicht nur drei Epiphyten, und es gibt in Deutschland auch noch ein paar mehr, ne? Das ist nur ein kleiner Ausschnitt, sondern 30.000, das ist auch übertrieben, vielleicht auch nicht, ich weiß keine genauen Zahlen, ne? Aber erheblich mehr, und die haben dann nochmal mehr unterschiedliche Strategien. Und innerhalb einer Gruppe von Pflanzen mit der gleichen Strategie, sozusagen ein Epiphyt, der auf den Blättern anderer Pflanzen wächst, das gibt es in Deutschland jetzt tatsächlich bei uns so gut wie gar nicht. Ich sage so gut wie gar nicht, weil bei der Biologie darf man nie was ausschließen, aber nichts, was im größeren Stil bekannt wäre zumindest. Und innerhalb dieser Gruppe, dieser Strategie, ich wachse auf den Blättern von wem anders, gibt es jetzt wieder zig Arten. Und jetzt gibt es da außerdem noch unterschiedliche Ökosysteme, nämlich Blätter von Baumart A, Blätter von Baumart B, Blätter von Baumart C. Und für jede dieser Baumarten nochmal jeweils drei unterschiedliche Epiphyten, die jeweils auf den Blättern sitzen, die sich wahlweise in ihrer Strategie unterscheiden oder eben in ihrem Kleinstökosystem, dass der eine auf der Unterseite des Blattes sitzt, der nächste sitzt auf der Oberseite des Blattes und. Ja? Wir kriegen also langsam, hoffentlich, das ist zumindest mein Ziel, eine ungefähre Vorstellung von der unglaublichen, wirklich, man kann es sich nicht voll im Ganzen vorstellen. Das ist so ähnlich wie Astrophysik, da bist du dann auch relativ schnell raus aus dem, was man als Mensch noch begreifen kann. Und das ist in der biologischen Vielfalt tatsächlich auch so, dass es dann irgendwann ein unendlich riesiges Meer von Möglichkeiten gibt, der Angepasstheit, der Anpassung. Und letzten Endes dann eben die Tatsache, dass der Faktor Zeit, um jetzt den wirklich endgültig nochmal rauszukramen, und dann haben wir es dann auch bald, das alles maßgeblich beeinflusst dadurch, dass je älter ein Ökosystem wird, desto vielfältiger wird alles. Desto angepasster wird aber auch alles. Je jünger ein Ökosystem ist, desto weniger Arten, desto mehr genetische Vielfalt innerhalb von kurzer Zeit, wenn da Arten dann mal ankommen. Nimm an, eine Insel kommt irgendwo aus dem Atlantik geblubbert. Blubber, blubber, blubber. Jetzt ist sie da. Ja? Artenzahl 0. Biodiversität genetisch 0. Ökosysteme, naja, vielleicht 4 oder 5. Ne? Links vom Felsen, rechts vom Felsen und alles Basaltfelsen. Komplett, die ganze Insel besteht nur aus Basalt. Innerhalb weniger Jahre gibt es noch einen Strand drumherum, ne? Sandstrand von mir aus, weil angespült. Und da haben wir dann wenige Ökosysteme. Jetzt kann man noch sagen, die Insel ist meinetwegen 200 Meter hoch. Oben ein bisschen anderes Klima als unten am Strand. Und es gibt Stellen, wo sich halt ein bisschen Süßwasser sammelt und Stellen, wo das nicht der Fall ist. Aber noch lebt auf der Insel gar nichts. So. Die Besiedlung einer solchen Insel erfolgt jetzt durch Individuen. Na, da kommt mal ein Moos-Exemplar angeflogen. Das kann sich jetzt bestenfalls klonen, weil es fehlt ein Gegenstück zum Sex haben. Ne? Und dann kommt irgendwann doch ein zweites angeflogen und dann können die sich jetzt schon paaren. So. Und da deren Nachkommen jetzt alle quasi mehr oder weniger fast identisch sind, aber einige wieder wegsterben, weil sie dummerweise die falschen Gene abbekommen haben in der falschen Kombination, andere sich dann aber wieder besser anpassen, diese sich dann wieder miteinander paaren, dann aber dadurch genetisch nochmal wieder eingeschränkter sind, aber besser angepasst. Ne? Also, weniger anpassungsfähig, aber besser angepasst. Da haben wir es wieder. So, jetzt kommt noch ein drittes Moos dazu. Bringt jetzt nochmal völlig neue Gene in den Genpool. Paart sich bzw. Kombiniert sich mit dem schon sehr, sehr angepassten Moos dritter Generation. Und schwuppdiwupp nimmt die genetische Vielfalt des schon angepassten Mooses sehr, sehr, sehr zu. Gleichzeitig bleibt es aber angepasst. So, und jetzt kommt noch ein viertes Moos auf die Insel. Und dann geht der ganze Kram wieder von vorne los. Und so gesehen ist beim Initial eines neuen Ökosystems, ein noch mit überhaupt nichts bewohntes Ökosystem, ist die genetische Vielfalt am Anfang gering, nimmt dann ehrlich gesagt sogar weiter ab, um dann schließlich wieder zuzunehmen und dann irgendwann beim Ende des Erreichens der Anpassung auf die Insel wieder abzunehmen. Ja? Also in so einem Fall macht die genetische Vielfalt quasi so eine Kurve. Ja?
gering, mehr, erreicht einen Zenit, nimmt wieder ab. Dabei nimmt aber die Artenzahl gleichzeitig kontinuierlich zu, weil sich die Moose immer weiter auseinander differenzieren, sich immer mehr auf Rückseite, Unterseite, Vorderseite vom Stein spezialisieren, Kleinstökosysteme, ökologische Nischen belegen, überhaupt erst herauskristallisiert werden muss, was für ökologische Nischen diese Insel überhaupt bietet. Und irgendwann kommt dann jemand, der das Moos frisst. Und dann haben wir Moosfresstier Nummer 1. Das frisst das Moos zum Beispiel nachts, weil es tagsüber ist es ihm zu heiß. So, und jetzt kommt nochmal Moosfresstier Nummer 2. Moosfresstier Nummer 2 ist an hohe Temperaturen angepasst, ist aber nachts sieht es nichts. Ne? Und deswegen frisst es halt tagsüber Moos und schwuppdiwupp haben wir schon 2 verschiedene Moosfresstiere. Möglicherweise sind die sogar so nah miteinander verwandt, dass sie dann gegenseitig nochmal Nachkommen kriegen können. Aus den Nachkommen differenziert sich dann gegebenenfalls, wenn da nochmal ein paar mehr dazukommen, mehr einzelne Individuen, ne? Differenziert sich dann noch ein drittes und ein viertes Moosfresstier raus und dann reicht das Moos nicht mehr für alle und ein fünftes Moosfresstier differenziert sich aus dem Pool heraus, das gelernt hat, Algen vom Stein zu schlecken. Ja, und das kann dann Algen vom Stein schlecken und. Ja. Und dann kommt nochmal irgendwann ein Vogel hinterher, der die ganzen Moosfresstiere auffrisst, beziehungsweise ein zweiter Vogel, der eher die frisst, die tagaktiv sind, weil der Vogel nachts nichts sieht. Und dann nochmal ein dritter Vogel, der eben genau die frisst, die nachtaktiv sind, weil er eben nachts was sieht. Und immer so weiter. Ja? Das Spiel können wir jetzt noch beliebig lange fortsetzen. Ziel der Veranstaltung ist wirklich einfach mal ein kleines Gefühl zu geben, wie komplex das Ganze eigentlich ist und wie schwierig es dementsprechend ist, Biodiversität als Gesamtkonzept, als insgesamt biologische Vielfalt irgendwie unter einen Hut zu bekommen und als ein Teil, als eine Zahl, biologische Vielfalt ist 2+, als Schulnote oder sonst irgendwie zu bewerten. Das ist nahezu fast nicht möglich. Wir versuchen es natürlich trotzdem und damit wir das überhaupt machen können, müssen wir halt eben ein Grundparameter aufstellen, wofür biologische Vielfalt überhaupt gut ist. In der Natur, die hat keinen Zweck. Es gibt kein richtig, falsch, kein gut, schlecht, böse in der Natur. Es ist einfach alles da. Ja, wenn es möglich ist, entsteht es. Wenn es nicht möglich ist, vergeht es oder entsteht erst gar nicht. So einfach ist das. Ja, Sinn der Veranstaltung, ja, reproduzieren, am Leben bleiben, anpassen oder eben flexibler werden, vergehen, Weitergabe der eigenen Gene, Erhalt des eigenen Ökosystems und wenn es nicht klappt, stirbst du aus und der nächste versucht es von vorne. Ja? Aber für uns, wir aus der menschlichen Perspektive, werden uns dann ein Ökosystem angucken und werden bewerten, nützt uns das, letzten Endes ist es immer das, was uns interessiert, nützt uns das, können wir damit was anfangen? Oder nicht. Und da gilt eine hohe Anpassungsfähigkeit und eine hohe Artenzahl und eine hohe Zahl der Ökosysteme. Ein Ökosystem, das noch nicht großartig super spezialisiert auf kleinste Nischen ist, ist für uns meistens nützlicher. Denn die, die schon spezialisiert auf kleinste Nischen sind, die werden in nächster Zeit mit ziemlicher Sicherheit eher Probleme bekommen als besonders anpassungsfähige Ökosysteme. Weshalb unser Einfluss auf die Biodiversität von Mensch tendenziell immer dahin geht, Anpassungen zu reduzieren, in der Vielfalt zu finden, was uns nutzt und das dann wiederum zu duplizieren, zu reproduzieren in einer riesigen Menge, sodass die Vielfalt völlig verloren geht, die Anpassung dann dieser einen für uns nützlichen Art wiederum hoch ist. Beispiel aus der Vielfalt der Gräser Weizen rausfischen und Weizen in gigantischen Mengen auf den Acker hauen und dann eben ja, quasi warten, bis irgendwann eine Klimaveränderung zum Beispiel oder ein Weizenschädling den Weizenanbau unmöglich macht, der Weizen quasi ausstirbt, weil er inzwischen zu sehr angepasst ist an ein künstliches System, in dem er von uns geschützt angebaut wird, von Schädlingen beschützt wird, bewässert wird, wenn er zu wenig Wasser hat, etc. pp. Und damit sorgen wir einerseits dafür, dass wir überhaupt angefangen haben, Biodiversität zu bewerten, dass sie manchmal durchaus zunimmt. Ja? Eine Agrarlandschaft, eine Kulturlandschaft, eine frühe Kulturlandschaft Mitteleuropas ist
meistens vielfältiger, zumindest von den Pflanzenarten her, oder kann es zumindest sein, als ein geschlossener Buchenwald. Ja, auch ein alter geschlossener Buchenwald ist zumindest von der pflanzlichen Biodiversität oder für uns Menschen nützlichen Biodiversität her ziemlich schrottig, wenn man das nutzen möchte, im Vergleich, im direkten Vergleich, zu einer mit Hecken und Obstbäumen ausgestatteten schönen Agrarlandschaft. Acker, Hecke, Obstbaum, kleiner Garten, anderer Acker mit was anderem drauf, brachliegendes Feld, sowas, ne? Idyllische Landwirtschaftslandschaft, wie man sich das aus dem Bilderbuch vorstellen würde, ist erstaunlich artenreich, erstaunlich anpassungsfähig bei einigen Arten und nahezu völlig verarmt, was die genetische Biodiversität angeht, bei anderen Arten. Und auch hier wieder, jetzt könnte man sagen, oh ja, der Mensch hat alles kaputt gemacht, aber auch da ist es jetzt eben saumäßig schwierig zu bewerten, wie man das letzten Endes überhaupt jetzt sehen soll. Was ist da richtig, was ist falsch, dürfen wir das überhaupt bewerten? Für uns selber ist es in jedem Fall nützlicher, wenn wir eben speziell angepasste Futterpflanzen für uns selber, Weizen, Kartoffel etc. haben, als eine unendliche Vielfalt verschiedener Gräser und keins davon macht uns satt. Ja. Andererseits hätten wir nicht neben dem Weizenfeld auch noch zusätzlich eine unendliche Vielfalt jede Menge verschiedener Gräser und es kommt der Weizenfresskäfer und frisst sämtlichen Weizen und wir können ihn nicht aufhalten und der Weizen stirbt aus, dann können wir das nächste Gras aus der unendlichen Vielfalt von Gräsern theoretisch auswählen, dieses kultivieren und damit ein neues Getreide, das wir dann Ben-Gras nennen, weil ich das gerade ausgedacht habe, und davon die Welternährung wiederherstellen, ne? Wenn wir bis da nicht verhungert sind, heißt das. Und ja, das sind alles völlig sinnlose, in Anführungszeichen, Überlegungen, die einfach wirklich nur das Ziel haben, ich sag's nochmal, euch klarzumachen, dass das Ganze saumäßig kompliziert ist für diejenigen von uns, die das noch nicht wussten, dass es saumäßig kompliziert ist und dass der Umgang mit der Biodiversität eben nicht so einfach ist zu sagen, viele Arten gut, wenig Arten schlecht. Allein Letzteres, als letzter Gedanke, wenn man wirklich nur hingehen würde und sagt, viele Arten gut, wenig Arten schlecht, dann wären ja sämtliche Lebensräume, die sich vom Äquator weit entfernen, Grönland, wäre automatisch schlecht. Grönland ist zu 99% absolute Urnatur. Ja? Das wird allgemein als was Gutes angesehen und ich würde mich dem auch anschließen, dass ich das als was Gutes ansehen würde. Ja? Aber es ist absolute Urnatur mit einer netten Zahl an Vögeln, mit fast keinen Insekten und gerade mal 8 Säugetierarten. Und das ist ziemlich wenig. Ja? Aber es ist absolute Urnatur. Und auch das ist jetzt eine andere Form von der Bewertung der Natur. Ja? Man muss ja nicht nur mit der Biodiversität hingehen und sagen, der Wald da hinten ist schön oder der Wald da hinten ist hässlich, weil er viel oder wenig Biodiversität hat. Man könnte nämlich auch hingehen und sagen, der Wald da hinten ist besonders natürlich. Der ist ganz von alleine da entstanden, aus den Kräften der Natur, ohne dass wir Menschen uns eingemischt haben. Und damit gehört er da quasi hin, weil die Natur ihn da so hingesetzt hat. Mit genau der Artenvielfalt, die er jetzt eben nun mal hat, weil mit dem Faktor Zeit eben er sich momentan in einer Phase der Entwicklung befindet, in der er halt die und die Artenvielfalt hat. Und da man das ja nicht bewerten kann, ist es eigentlich nur so richtig, wie es die Natur von alleine dahingestellt hat. Mir gefällt dieser Ansatz. Ne? Mir gefällt er. Ich kann nicht sagen, ob der richtig oder falsch ist, ob der besser ist als Biodiversität, als Wert zur Güte einer Natur. Aber beides hat schon irgendwo seine Berechtigung. Zum Beispiel, um jetzt auch mal auf Deutschland zurückzukommen, ein Buchenwald ist unsere Urnatur. Ja? Ein Buchenwald ist aber vergleichsweise artenarm. Ein Buchenwald gibt es sowohl mit hoher genetischer Diversität, wenn er gerade erst angekommen ist, wenn er sich im Ausbreiten ist, wenn Bucheckern aus vielen verschiedenen Regionen am selben Ort zusammenkommen und Bucheckern mit vielen verschiedenen Genen am selben Ort zusammenwachsen und sich austauschen, dadurch die Vielfalt erstmal nur noch größer wird, dann haben wir einen alten Buchenwald, der außerordentlich, dann haben wir eben nicht einen alten Buchenwald, weil der ist ja gerade noch am Wachsen. Ja? Dann ist er eben genetisch sehr, sehr, sehr divers. Also ein junger Buchenwald, der zwar nur aus Buche besteht und noch gar keine Alt- und Totholzstrukturen aufweist, aber eine hohe genetische Diversität hat. Ist der jetzt wertvoller als ein alter Buchenwald?
der schon sehr angepasst ist, der sich immer am selben Ort, durch dieselben Bucheckern, von denselben Eltern weiter fortpflanzt und danach die Kinder übernehmen und dann die Enkel übernehmen, die immer mehr genetisch eingeschränkt sind. Ein Buchenwald, in den von außen keine Buchecker oder nur noch ganz seltene Buchecker eingetragen wird, die dann da nicht überleben wird, weil die Buchen, die schon da sind, viel besser an den Standort angepasst sind und sich gegen die von außen kommende, nicht spezialisierte Buche durchsetzen und damit die genetische Vielfalt des alten Buchenwalds immer mehr abnimmt, gleichzeitig aber durch das erhöhte Alter des Standorts sich die Zahl der Ökosysteme im Buchenwald wiederum erhöht hat. Ja, es gibt jetzt rausspezialisierte Tiere, die im alten Stamm, im Stamm der alten Buchen leben, Tiere, die in der Astgabel der Buche leben, Tiere, die unter der Buche leben und Tiere, die im Boden unter der Buche leben und Tiere, die auf dem Stein neben der Buche leben, so es denn da einen Stein gibt und so weiter und so weiter. Damit wird die sichtbare Biodiversität höher, aber wie gesagt, die Anpassungsfähigkeit des Waldes nimmt ab. Und wir stellen heutzutage sogar fest, dass interessanterweise die angepassten Buchenwälder, die also immer am selben Ort standen und wenig Anpassungsfähigkeit mehr haben, dafür aber angepasst sind, die Buchenwälder sind, die noch kaum Schäden aufweisen durch die Trockenheit. Ja? Während hingegen junge Buchenwälder mit einer hohen genetischen Vielfalt eben auch noch nicht die perfekte Anpassung an ihren Standort gefunden haben und dementsprechend gerne wegsterben. Ja? Also sehr, sehr schwierig, sehr, sehr schwierig. Der alte Buchenwald, artenreich, genetisch verarmt. Gewissermaßen, ja, von der Zahl der Gene her. Der junge Buchenwald, genetisch unglaublich vielfältig, riesiges Potenzial, riesige Anpassungsfähigkeit an verschiedene Situationen, aber für die aktuelle Situation halt nur ein bisschen angepasst und damit labiler, gleichzeitig aber auch vielfältiger, wenn eine Störung eintritt, kann eine Buche dabei sein, die mit den neuen Bedingungen wunderbar zurechtkommt und alles ist gut. Im alten Buchenwald, wenn eine Störung eintritt, muss die Störung schon gewaltig heftig sein, damit der alte Buchenwald als perfekt angepasster Wald an seinen Standort überhaupt Probleme bekommt. Ist die Störung aber groß genug, sind dann garantiert gleich alle Buchen weg. Beziehungsweise ist der komplette Wald wahrscheinlich am Zusammenbrechen und es ist überhaupt keine Buche dabei, schlimmstenfalls, die noch das Gen besitzt, um mit den neuen Bedingungen einigermaßen klarzukommen. Ja, und das sind praktische Überlegungen der Biodiversität letzten Endes, und der Steuerung, sofern man das so nennen kann, der Biodiversität für unseren Wälder der Zukunft. Wollen wir einen Wald mit einer hohen biologischen Vielfalt? Ja. Wollen wir einen Wald mit einer hohen genetischen Vielfalt? Tendenziell auch. Ist das immer klug? Nö. Können wir, das ist die nächste Frage, überhaupt einen Wald pflanzen, der schon perfekt an seinen Standort angepasst ist? Nee, den gibt es nur über Jahrhunderte und Jahrtausende in, biologische Anpassung durch eben die Naturprozesse selber und wir wissen nicht, welche Gene letzten Endes die sind, die dann bei einem angepassten Wald die enorme Resistenz gegen Umweltfaktoren überhaupt hervorbringen. Ne? So, und letzten Endes wird es jetzt dunkel und ich gehe nach Hause und ich sage es nochmal zum Schluss, es ist tatsächlich so, dass es außerordentlich schwierig ist, beim Einmischen in natürliche Prozesse unseres kompletten globalen Ökosystems mit irgendwelchen einfachen Antworten irgendwas beantworten zu wollen. Aufgrund der enormen Komplexität kann man, wenn man dann überhaupt irgendwas vorhersagen kann und irgendwas planen kann, das immer nur für einen Standort individuell unter aller Kenntnis sämtlicher Parameter, die nur irgendwie erkennbar sind, mal tun. Ja? Aber es ist ganz schwierig, allgemein zu sagen, der Wald muss grundsätzlich so aussehen. Für ein vergleichsweise großes Stück Land wie Deutschland. Und es ist noch viel schlimmer zu sagen, der Wald muss allgemein so aussehen für den ganzen Planeten. Und davon abgesehen besteht der Planet ja nicht nur aus Wald. Und dann könnte ich jetzt schon wieder von vorne anfangen. Und die ganzen Überlegungen, die ich gemacht habe, gelten ja nur für ein paar Beispielökosysteme und längst noch nicht für jedes. Ja? So. Macht damit, was immer ihr wollt. Es ist ein bisschen philosophisches Blablub gewesen. Ob da ein roter Faden drin ist, überlasse ich euch. Ob ihr damit was anfangen könnt, überlasse ich auch euch. Ob ihr es interessant gefunden habt, weiß ich auch nicht. Ihr könnt es mir gerne in die Kommentare schreiben, dass ihr jetzt total verwirrt seid. Und in dem Fall empfehle ich ein Schokoladeneis. Ja, das hilft. Genau. Tschüss.